Jetzt hat er es angenommen. Warum nimmt das bei dir nicht an? Weil ich vorher rausgetappt war. Und da muss ich erst OBS wieder anklicken, damit das irgendwie annimmt. Keine Ahnung wieso. Ich brauche echt einen dritten Monitor. Mit einem Monitor reicht auch schon. Jedenfalls schaffe ich es mit einem. Ja, du. Ich hab zwei. Nur einen Monitor. Ich bin cool, ich habe drei. CO2, ich bin erstens noch in der Schule. Zweitens gebe ich mein weniges Geld nicht dafür aus. Und du bist eigentlich auch nicht gerade der Reichste. Ja, trotzdem habe ich zwei Monitore. Ich hab wenn ich wollte, könnt ihr auch 50 Monitore hier anbringen. Also, aber nicht. Ich habe noch einen dritten auf dem Schrank stehen, den könnte ich anschließen, wenn ich wollte. Ach, Ike, du hast übrigens den Zaun offen gelassen draußen. Jetzt haben wir zwei. Ike, warte. Was denn? Ich bin auch hier. Ich hab mir Power Rage zu werfen. Ich hab gar nichts mehr. Ich hab gar nichts mehr. Boah, bin ich hier der Laufbursche oder was? Du warst der Erste, den ich gesehen habe. Also oh, ich bin zwei Eisengolems, die draußen bestaubt. Hier oben sind keine Schienen drinne. Oder ist in hey? Hier? Ach doch, hier. Ich dachte gerade, ich hatte so viele mitgenommen. Und Power Rails. Oh, ich hab nur Power Rails gebracht. Dann hole ich halt noch die anderen. So. So. Jetzt mache ich hier zu und dann bleibst du da unten. Ne. Secret, finde Darko. So. was wollte ich denn jetzt noch machen? Ich wollte rüber in die andere Schule. Kannst du vorher nach oben kommen? Ja, ich komme. Warum hast du den Zaun nämlich nicht zugemacht? Warte, ich will erstmal den Broken Dings hier klatschen. Da war er tot. So. Oh. So, oben war jetzt noch eins offen, oder wie? Nein, draußen, der Zaun. Da, wo du heute hast. Nee, den Zaun habe ich angefangen abzubauen. Ja, der soll. Kommt weg, der Zaun. Okay, weil hier laufen gerade die ganze Zeit auch Zombies vor. Ja, nee, der soll komplett weg. Den brauchen wir nicht mehr. Die sind doch hier drin safe weitestgehend. Okay. So, ich fahre jetzt mal zurück. Weil ich nehme jetzt diese, danach nehme ich noch eine auf und dann war es das heute für mich. Ich muss doch noch Essen kochen. Ich nehme den einfachen Weg nach Hause. Ja, durchs Portal. Mhm. Stimmt. Geht schneller, muss ich nie hier Minecraft fahren. Das ist halt der größte Vorteil, den wir jetzt haben. Wir können auch das Portal nach Hause nutzen. Das und wir könnten hier sogar eine Goldfarm bauen. Ja. Wir haben hier nur ein... Müssten wir das nur um eine Etage höher bauen, dass die ins Wasser fallen. Ach, wer denn Eisenfarm oder was? Nee, Goldfarm. Mit? Wir haben doch jetzt bei den im Villager-Dorf ein Portal. Das müsste man. Ey, noch... das ist jetzt nicht dein Scheiß Ernst! Was wäre wie? Ich baue hier einen Block auf, um das Minecart anzustupsen und dieser scheiß Villager fällt rein. Nee, das. Wir haben ja. Hat wir einen Lava-Eimer? Draußen in der Kiste. Ganz weit draußen, da wo das alte Feld war, dort ist ein Lava-Eimer in der Kiste. So, nochmal, wir haben doch jetzt ein Netherportal im Villager-Dorf. Wenn wir das nochmal abreißen und eine Etage höher setzen, dann fallen die Villager, die Zombie-Pigments dort raus, fallen in ein Loch, wo Wasser ist, wo sie ersaufen, droppen Nuggets, das tust du zusammen craften zu Gold-Ingots und schon hast du eine Goldfarm. Dann können wir doch gleich in den Nether gehen und normale Goldfarm bauen. Das ist wieder umständlich. Da können wir es doch gleich dort damit machen. Dort gibt's einen Villager, der tradet Club auch Gold, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Dann. Wo ist hier ich hatte doch so vor, eine Zombie-Goldfarm noch im Nether zu bauen, eigentlich. Dann. Über der Nether-Decker. Mach doch einfach. Also.
Ich lasse euch da freie Hand. Du musst mir nur noch mal das Video angucken, wie man Bedrock zerstört in der 1.16. Hat sich nicht geändert eigentlich. Ich hab's seit der 1.7 oder so nicht mehr gemacht. Also. Oh, das. Und ich brauch ja, so noch so dafür gehen. Mindestens 2 Wither Roses. Muss ich gerade selber mal lunzen. Was fehlt denn hier noch für einer? Was ist da hinten jetzt noch los? Oh. Wie baue ich ein Dittetitte nochmal? Der Barrel sorgt für was für einen Villager? Fischer. Fischer, okay. Wäre sinnvoll, wenn du ein Kartografen-Table mal machst. Weil den haben wir noch überhaupt nicht. Kartografie-Table, da. Gott, Inventar ist voll. So, das da. Da habe ich einen. So. Das hier weg. Einer von euch verpieselt sich jetzt dort rein. Los, verschwinde da rein, du Arschloch. So. So. Jetzt auch nochmal eben schnell rüber zu unserem Dorf, weil nice. Da ist auch ein Alter, das ist der teuer. 7 Emeralds für eine Empty Map. Ja, aber der kann Menschenkarten verkaufen. Hier hab ich kein Crafting Table. Warum das? So, hört ihr mal auf, hier wegzurennen? Ja, geh da rein, komm. Geh. Bleib da drinnen, sehr schön. Und jetzt du und das nächste. Komm. Rein da. Sag mal, du Arschgeige! Ihr zwei hässlichen Quadratschädel. Jetzt hängst du ernsthaft an der Lampe? Du Arschloch. Dann gehst du halt da rein. Genau. Ja, geh. Nein! Gehst du da rein! Jetzt gehst du. Vorwärts und ab da rein. Zugebaut. So. Das ist zugebaut. Da muss noch einer hin. So, die pümmeln jetzt da vorne ab. Da ist aber nichts mehr frei. Das ist nicht gut. Aber hier vorne ist noch eins frei. Da kannst du dort hin. Gehst du. Ey, ich hasse euch so sehr. Mann, warum? Was habe ich euch getan? Da, geh da rein! Geh da rein! Weiter! Komm! Ich will das zubauen! Das ist
Früher ging das alles viel einfacher. Was machst du gerade? Villager einsperren. Hier. Ernst. Nein, geh nach Hause, Ernst. Ich mag die nicht mehr. Die knutschen rum. Ich habe jetzt noch 1, 2, 3 und ich habe noch 2, 4 Gefängniszellen. Na los, dann bummst noch mal, wenn ihr noch Brot habt. Sonst bringt das mir nichts. Achso, ich wollte noch eine Barrel machen. Da haben wir eine Barrel. Das muss ich erstmal alles ablegen. Eine Barrel. Dann brauche ich. Was hast du jetzt vor, CO2? Einen Kartografen rausholen. No. Für was ist denn der Fletching Table? Was macht denn der? Pfeilmacher. Fletcher. Und was macht ein Fletcher? Pfeilmacher. Tier. Genau. Okay, brauche ich nicht. Hast du einen Lava-Eimer mit Darko? Ja, ich habe den mir ja rausgeholt. Der ist wieder in der Baukiste drin. Das brauche ich aber noch. Wobei, ist nicht so schlimm. Jetzt läuft hier noch ein Villager gerade frei herum. Aber es ist eigentlich gar ganz gut, weil der kann ja dann... Den krall ich mir gleich, keine Sorge. Das... Wo fährst du denn eigentlich hin? Hä? Den Kartografen. Ein weiter nach links. Wenn ich Brot in der Hand habe, folgt ihr mir dann? Nein. CO2 sollte ja schon gesichert sein? Das ist alles, was er an Stufe 1 Trades haben kann. Also ja, gut. Der hat nicht so eine große Auswahl. Hä? Was macht denn der Villager dort? Ist der dumm? Wieso legt er sich in das Bett? Hä? Hallo? CO2, du hast. Also, leck. Ich wollte grad. Nein! Schlafen. Nee, wartet mal ganz kurz. Verpisst euch hier raus, Mann. Hier ist doch kein Bett mehr. Jetzt haut der ab! Könntest du. Dako, weg hier. Wieso ist das jetzt ein Farmer? Jetzt könnt ihr euch hinlegen. Der Farmer von draußen. Der ist reingekommen. Hä? Wie kommt der rein? Durch den Pisser hier in dem pinken Bett. Der hat ihm die Tür aufgehalten. Oh, ey. Legt der sich hin? So, ihr könnt euch von mir aus... Wir müssen mal gucken, ob der Farmer sich hier, der Kartograf hier sich hinlegen möchte. Achso, ich schlaf gerade, ich trade gerade mit dem. Okay, nee, jetzt ist nicht sein Lieblingsbett. Doch, liegt. Ja, sofort. Jetzt muss ich den hier eben. Einen Moment noch eben. Ich muss eben den Farmer da vorne wieder rausziehen. So, Liga. Liga. Ich wollte gerade sagen, wieso haben wir nur noch einen Villager? Sie haben sich mal wieder gestackt. Wieso kriegt ihr einen Villager-Schaden? Wieso verwandelt ihr euch nicht? Farmer, jetzt geh mal wieder raus zu deinem Shop, du Scheiße. Wo kommt der her? Hä? Hey, wo kommt wer her? Ich hatte schon zwei. Okay. Ich war gerade verwirrt. Was ist falsch mit den Villagern? Müssen die wach sein, wenn ich das Zeug setze? Was für ein Zeug? Na, den Fletching Table und so weiter? Die sind manchmal ein bisschen sickig. Ah ja, jetzt.
Aber wir bauen CO2, wie kriegen wir jetzt den zweiten wieder aus? Halt du mir mal die Tür offen. Das ist der Fischer-Heini. Ihr zwei habt nix und du hast jetzt das und du tradest Curse of Vanish. Verpiss dich damit, ey. Und so kriegen wir den raus. So, jetzt bin ich mal gespannt. Flame hab ich schon. Das. Ja, 22 Weizen sind schon drin. Von alten 15. Also es funktioniert aber nur sehr langsam. Was fehlt mir da jetzt noch für einen Villager da unten? Ein Butcher? Was für ein Ding? Ein Butcher, ein Fleischer. Mach ich mit was? Smoker. Hab ich schon. Ein Blastzornus hab ich auch. Ich habe. Das ist einfach an, dann weiß ich, was du hast. Stonecutter fehlt noch, Smiting Table fehlt noch. Muss ich eh nochmal freilassen. Dann nehme ich den mit Curse of Vanish Buch. Den braucht keine Sau. Das war. Ich komme jetzt mal zu dir. Das war Flame. Das war Fortune 1, hä? Bin ich gerade so bedeppert? Wo war denn der Curse of Vanish hat? Wenn du den noch nicht gelockt hast, wechseln die alle ein oder zwei Tage ihr Angebot von alleine. Aber der Tag ist noch nicht mal rum. Ja doch, wir haben ihn geskippt. Ja, die haben ja erst danach sich verwandelt. Smoker, Barbarian, Barbarian. Also ein Stonecutter fehlt dir noch. Dir fehlt noch. Glaubt der Stonecutter nur, was ich. Na und noch das Ding, womit man Netherite auf die Rüstung macht. Stimmt, der Smithing Table. Dann hab ich alles. Aber ansonsten hast. Nee, ich weiß noch was, dir fehlt noch ein Cleric. Das ist ein. Ach, hier mit Braustand. Braustand. Also, du hast den Armorer, das ist der hier, ja. Du hast den Butcher. Du hast den Pathographen. Das müsste der da sein. Ja, du hast den. Hast du einen Farmer hier unten? Ja. Ja, stimmt, da Farmer. Du hast einen Fischer, den habe ich schon gesehen. Ein Fletcher. Der Fletcher, den hast du nicht hier unten. Den würde ich dir empfehlen, weil bei dem kannst du Sticks für Emeralds tauschen. Was brauche ich für den Fletching Table brauche ich dazu? Genau. Da haben wir das. Dann das. Dann brauche ich den Stone Cutter. Ach hier, und ich brauche noch den Grindstone. Der Typ, sie fällt und mir auch noch. Und an sich noch ein Cauldron, weil damit kriegst du einen Leatherworker, aber der verkauft halt... Das einzige Interessante bei dem, der verkauft Sattel. Oh, wow, Sattel habe ich mehr als genug. Okay, dann brauchen wir den nicht. Oder du den nicht. Librarian hast du, Shepard hast... Hast du, ja, So, das, das. Hier brauche ich Sticks dazu. Stone. Jetzt fehlt mir das noch. Weil beim Fletcher kannst du 32 Sticks zu 1 Emerald tauschen. Das ist zwar nicht also ich habe jetzt noch im Gepäck einen Stone Cutter, einen Fletching Table, einen Grindstone und jetzt noch den Furnace Typ C. Furnace, du meinst den, den Brewing Stand. Das und dann noch das andere Ding hier. Warte, wie heißt das? Ach, schieß mich tot hier mit Netherite, den Smithing Table. So. Was ist? Jetzt. Und ein Braustand.
Ich muss erstmal alles reinschmeißen, gucken, ob ich noch hier unten innen hab. Nö. Tja, wie viele Rösa-Skeletten-Skulls wir haben. Ach Gott, wie macht man so? Drei Cobblestone und ein Ding. Hab schon. Der rechte Knopf ist es. So, ich habe jetzt 2-4 Sachen. Eins, zwei. Deins könnte ich eigentlich erst einmal abbauen. Du kannst noch mal rauskommen, Typsi. Und du kannst auch noch mal rauskommen. Da könnt ihr Bumsi Bumsi machen. So, jetzt muss ich das mal in den Inventar auslernen. Bitte das Tor dort zu machen, damit die Typsies nie abhauen. Hm. Deine Glasfront hier unten ist halt so cool. Stein da rein. Oh, ich weiß nicht, ob bei dem Conduit Seelaternen verbaut sein dürfen. Ich muss es das erste Mal selber testen, also ich brauche noch ein paar Nautilus-Schellen. Das kann ich jetzt auf die Schnelle auch nicht sagen. Ich habe es nur angemerkt, weil ich es gerade gesehen habe. Ja, das dahin. Die behalte ich im Inventar. Die Komposter können erst einmal raus. Und die ganzen Lekton genauso. Oh wow, ich habe mir schon einen Grindstone gemacht gehabt. Also wenn ihr noch Lekton braucht, ich habe 15 Stück oder 2 Komposter und ein Grindstone. Die Komposter, die nehme ich, glaube ich, mit. Ist dann oben bei der untersten Holz-2-Reihe. Wo hast du die Villager überhaupt? In meinem Geheimversteck. Weil ich ihm geholfen habe, die Redstone-Verkabelung zu bauen. Und weil Ike mich zugebaut hat. Das war doch vorher zu, und oder? Das muss vorher immer das Ding zumachen, sonst hauen mir die Idioten ab. Ja, weil du... Ich weiß. Habe ich jetzt nur nicht gemacht, weil du gekommen bist. 1, 2. Das ist eigentlich recht cool mit Fortune 3 und Luck of the Sea 3. Irgendjemand hat noch Sharpness 5. Wie lange machst du das hier gerade schon? Seit der letzten Aufnahme, wo wir die Redstone-Tür gebaut haben. Also seit dem Mal, wo du später dazu kamst, war das. Ja, weil ich wusste davon halt echt noch nicht. Also noch nicht allzu lange. Und es ist Nacht. Yep. Wo ist dein Chest Power eigentlich? Mein was? Nur den einen. Ja, der reicht mir aus. Ja, aber ein Bauer kann ja nicht beides traden. Na und? Okay. Ich trade ja auch nicht alles mit denen. Ich komm. Wo ist da der Knopf? Da oben. Wow. Warte, ich mach auf. Welcher davon ist der rechte? Der da. Okay.